So, hallo und herzlich willkommen hier bei meinem dritten Teil vom Citybus Simulator in München. Ich habe hier mich schon am Funk angemeldet, habe nun meine Route bekommen und darf mir nun aussuchen, wo ich losfahre, da ich am Hauptbahnhof gestartet bin, wie man sieht. Also hier ist der Hauptbahnhof in München. Werde ich natürlich am Hauptbahnhof Nord meine Route anfangen, wäre sonst auch schön blöd. Das wählen jetzt mir mal hier auf. Okay. Oder habe ich jetzt das Ziel so eingestellt? Ich glaube, ich habe das Ziel so eingestellt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Wir gucken jetzt einfach mal. Ich habe noch 37 Minuten Zeit. Nein, das wird der Hauptbahnhof hier neben mir sein. Genau, bevor ich jetzt losfahre, mache ich erstmal natürlich das Licht an. Mache bei mir vorne das Licht aus. Das habe ich schon bereits ausgemacht. Das Licht machen wir auch natürlich an. Hier kann man übrigens Nebellicht und so und Nebelschlussleuchte kann man hier alles einschalten. Genau. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir los, müssen noch den Gang einlegen und dann können wir eigentlich Gas geben. Oh, ich habe die Bremse allerdings noch vergessen. Jetzt können wir Gas geben. Das heißt, was ich noch sagen wollte, ich habe gestern ein bisschen bereits gespielt. Oh, ich bin an der falschen Haltestelle. Ich habe gestern bereits ein bisschen gespielt. Habe gestern auch mal den Gelenkbus probiert. Ich muss sagen, ich finde den Bus persönlich zu groß für so eine dicht befahrene Stadt wie München. Das kann natürlich von euch jeder selber entscheiden. Ich persönlich muss sagen, ich finde ihn einfach zu fett. Ich komme mit dem Bus auch nicht wirklich klar. Aber jeder das seine. Was ich gestern jedoch noch gemacht habe, ist die Bremse verstellt. Ich hatte mich ja beschwert in meinen Videos, dass die Bremse nicht so einwandfrei funktioniert, wie sie sollte. Das nehme ich hiermit zurück. Die Bremse funktioniert richtig, richtig gut, wenn man sie gescheit einstellt. Ich werde euch auch gleich zeigen, wo und wie und weshalb, dass ihr das ein bisschen zu sehen bekommt. Genau, wir hätten jetzt theoretisch hier 35 Minuten zu warten. Das werde ich jetzt natürlich mit euch nicht tun. Ich gehe jetzt mit euch erstmal ins Menü und zeige euch erstmal, wo ich die Bremsen verstellt habe. Das geht unter Steuerung. Jetzt müsst ihr auswählen, mit was ihr steuert. Ich fahre mit Tastatur und hier habe ich dieses Kreuzchen gesetzt bei Standard Klassisch und hier kann ich den Wirkungsgrad der Bremse hochsetzen. Wenn ich den jetzt natürlich ganz hoch setze und ich tippe meine Rückwärtstaste nur an, dann fliegen mir alle im Bus um. Also ich habe das jetzt relativ mittig gelassen und finde es auch sehr gut so. Jetzt gehen wir auf Wetter. Hat den einfachen Grund, dass wir jetzt die Zeit verstellen, weil wir sind 30 Minuten voran. Das heißt, ich gehe jetzt mit der Uhrzeit auf 17:02 Uhr, klicke hier unten auf Übernehmen und gehe dann auf Desktop schließen. Die Zeit von minus 35 ist jetzt auf minus 4 und die Personen steigen auch ein. Ich mache es immer so, ich mache die automatische Türfreigabe an. Das heißt, die Personen können auch in die hintere Türen einsteigen. Ob die jetzt natürlich einsteigen möchten oder nicht, das ist natürlich denen selber überlassen. Die vorderen Türen lasse ich in der Regel immer offen. Wirkt sich natürlich ein bisschen negativ auf die Temperatur bei mir vorne aus, die eh noch nicht so hoch ist, weil wir natürlich noch nicht lange gefahren sind. Genau, jetzt müssen wir noch 4 Minuten warten, bis wir losfahren können. Ich könnte jetzt natürlich auch die 4 Minuten noch überspringen. Ich werde sie wahrscheinlich auch auf eine Minute abkürzen, weil ich natürlich auch nur 15 Minuten aufnehmen kann. Gehe wieder auf Wetter, Kalender und gehe jetzt in diesem Fall nur 2 Minuten, weil die eine ist eh gleich um vor. So,
Minus 1. Jetzt muss ich noch 55 Sekunden warten und dann kann ich losfahren. Ihr seht jetzt, hier hinten haben sie sich jetzt gerade die Türen geöffnet. Die gehen automatisch auf, die gehen aber auch gleich wieder zu. Vorsicht geboten wegen Geschwindigkeitsmessung in der Zweigstraße. Genau, wie es sich für einen Hauptbahnhof gehört, ist hier natürlich auch immer gut Verkehr. Also ich starte jetzt hier schon zum x-ten Mal und ich habe es noch nicht erlebt, dass hier niemand war. Also hier ist immer irgendwie Stau. Genau, wir haben noch minus eine Minute. Ich schalte dann immer meine automatische Türfreigabe aus. Das heißt, die Fahrgäste können nur noch vorne einsteigen. Denn ich muss in 10 Sekunden abfahren. Zumindest versuchen. So, das wird mir die Anzeige jetzt sagen. Bitte abfahren. Jetzt hoffe ich, dass alle eingestiegen sind. Da hinten stehen noch zwei. Na, ich könnte jetzt gemein sein und einfach losfahren, aber jetzt habe ich schon auf die Person gewartet, dann sollte ich jetzt auch weiter auf sie warten. Jetzt machen wir die Tür nochmal auf, dass die zwei noch reinkommen. Und dann machen wir die Tür auch zu. Weil irgendwann, finde ich, hat man genug gewartet und geben Gas. Das ist die Haltestelle, Elisenstraße. Zu den Zebrastreifen gibt es nicht so viel zu sagen, lediglich, dass sie funktionieren wie eine Ampel. Sprich, wenn die Ampel grün wird, in Anführungszeichen grün wird, ist hier ein Zebrastreifen, dann laufen die Leute einfach los. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, aber so viel Zebrastreifen habe ich noch nicht gesehen. Einziger Vorteil ist, wenn die Ampel dann nachher mal rot ist, dann laufen die eigentlich wieder zurück. Bis auf die jetzt. Ja, der bleibt vor meinem Bus stehen, das ist vielleicht nicht so glücklich. So, dann würde ich sagen, fahren wir. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch sehr überrascht, wie detailgetreu die Busse doch gemacht sind. Was ich mir gestern noch auffiel ist, ich kann hier das Fenster öffnen, also das funktioniert. Man möchte es kaum glauben, aber es geht. So, hier ist die Maus, also ich kann das hier öffnen. Wird natürlich auch dementsprechend lauter. Hier habe ich auch noch einen Rollo, der geht von Hand. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob man ihn braucht. Ich finde, bis nach ganz vorne wäre schöner gewesen. Aber ich weiß, dass es im Realitätsbus auch nicht so ist. Genau, ich stelle mir jetzt noch die Spiegel ein, weil ich die Einrastfunktion noch nicht deaktiviert habe bei den Shift-Tasten. Und ja, deswegen mache ich mir die jetzt alle, stelle ich mir die mal ein, um so einfach den optimalen Überblick zu haben. Ganz wichtig ist, dass ihr diese Anzeige hier aktiviert. Ansonsten wissen die Fahrgäste nämlich nicht, wo ihr seid. Naja, oh, ich muss links abbiegen, hoppala. Das machen wir doch trotzdem. Das hat keiner gesehen, also bitte nichts sagen. So. Die Ampel ist auch noch grün, das finde ich schon mal klasse. Und hier ist meine Haltestelle. Ich habe schon wieder 2 Minuten Verspätung. Ich muss ein bisschen aufpassen mit der Verspätung, weil wenn es zu viel Verspätung wird, dann ist die Leitstelle sauer auf mich und das will ich natürlich auch nicht. Das mit den Autos ist so eine Sache, also aufgrund eines defekten Fahrzeuges Höhe Denisstraße ist der Verkehr zum Stillstand gekommen. Das mit den Durchsagen finde ich sehr hübsch gemacht. Ich finde es sehr realitätsgetreu.
weil zumindest bei uns hier im Großraum Stuttgart sind die Busfahrer auch nicht unbedingt ruhig. Also die funken auch relativ rege durch die Gegend. Ja. Genau, mein Bus hat sich mittlerweile auch sehr gut gefüllt. Ich werde jetzt aus Spaß, einfach weil es diese Funktion gibt, meinen Besetzgrad durchgeben als überfüllt. Weil ich finde, das ist für mich ein überfüllter Bus. Kann man jetzt natürlich sehen, wie man will, aber ich finde ihn doch leicht überfüllt. Was ich noch nicht gesehen habe, wovon ich bis jetzt unter Umständen auch einfach nur verschont geblieben bin, sind Blitzer. Ich höre zwar immer die Blitzermeldungen, aber wirklich selber gesehen habe ich sie noch nie. So. So, ihr seht, ich habe ein bisschen an meinem Fahrstil gefeilt. Also ich muss sagen, im Vergleich zu meinem gestrigen Video ist er doch um Welten besser. Ich bin auch noch über keine rote Ampel gefahren. Finde ich für mich Weltklasse, muss ich doch ganz ehrlich mir eingestehen. Und werde mit euch jetzt ein paar Haltestellen abfahren. Ich fahre zum Ostbahnhof. Ich gucke mal, wie weit ich komme in den 15 Minuten. Ansonsten gibt es natürlich zwei Teile, dass ihr auch mal wirklich mich komplett Busfahren seht. Ist mit Stop and Go zu rechnen. Auch das mit den Verkehrsmeldungen finde ich sehr gelungen, weil gut, im wirklichen Leben hört der Busfahrer natürlich Radio und die Busleitzentrale wird das nicht durchsagen. Vielleicht ist es in München so, also bei uns ist es leider, zum Glück, wie auch immer, nicht so. Finde ich trotzdem sehr gelungen. Ich muss sagen, mir macht das Spiel großen Spaß. Ich bin mittlerweile echt am Überlegen, ob ich mir nicht ein Lenkrad zulegen soll, weil ich denke, dann wird der Fahrspaß noch viel, viel besser. Bin ich echt am Überlegen. An sich kann ich jedem nur empfehlen, das Spiel zu kaufen. Es hat vielleicht noch ein paar technische Mängel. Fallen mir jetzt persönlich nicht weiter auf, vielleicht auch deswegen nicht, weil ich die Funktion bis jetzt noch nie benutzt habe. Wenn ihr euch irgendwie was wünscht, also ich kann jetzt hier leider nicht, zumindest habe ich es noch nicht gefunden, wie einstellen, dass jetzt hier ein Meter Schnee liegt, aber ich könnte sagen, dass ich jetzt mal im Sommer fahre oder in der Nacht fahre. Eine Nachtfahrt würde ich gerne selber noch machen, also das wird es auf jeden Fall noch geben. Ich muss nur ehrlich sagen, ich vergesse es immer einzustellen. Ja, was ich auch sehr schön finde, wenn man in den Bus hockt, es ist kein toter Bus, sondern man hört die Leute reden. Man kann die Leute beobachten, sie bewegen ihre Köpfe. Ich finde es sehr schön gemacht, ich finde es sehr schön animiert. Ja. Auch das mit den Bremsen, wie ihr seht, habe ich mittlerweile doch sehr gut im Griff bekommen. Und muss sagen, eigentlich gut gemacht so. Nächste Haltestelle. Ich habe zwar jetzt 5 Minuten schon, aber ich finde, die Zeitpläne sind hier sehr, sehr schwer einzuhalten. Das liegt vielleicht auch daran, dass hier so viele Ampeln sind. Für eine Großstadt denke ich mal ganz normal, aber es macht ein bisschen schwer, die Fahrpläne einzuhalten. Vor allem, weil ich dann noch ein in Anführungszeichen doch sehr netter Busfahrer bin, der eigentlich versucht, dann doch noch so viel wie irgend möglich Personen, Passagiere mitzunehmen. Ja, fällt mir manchmal ein bisschen schwer, dann einfach loszufahren, wenn ich im Augenwinkel sehe, oh, da kommt noch einer. Muss ich wohl jetzt dann so langsam anfangen. Also hier jetzt zum Beispiel, da kommt jetzt auch wieder einer gelaufen. Mal gucken, wann mein Kollege hier wegfährt. Jetzt ist er weg.
Jetzt halte ich hier mal an. Mach zumindest vorne die Tür auf. Sehe jetzt zumindest eine Person. Oh, beide wollen einsteigen. Lasse natürlich jetzt auch beide einsteigen. Und fahre ab. Also, wie ihr seht, ich bin echt ein sehr kulanter Busfahrer. Also, ich glaube, wenn ich euren Bus fahren würde, ich würde immer warten. Das kann jetzt natürlich etwas Schönes für euch sein. Ich glaube aber, es wäre eher lästig, weil ich natürlich dann auch, wenn ich bei euch Bus fahre, immer relativ viel Verspätung hätte. Na? Ich denke, ich bin irgendwie hier. Ich habe noch nie ein Auto gesehen, was hier Lichter anhat. Ich denke immer, ich bin der einzige Bus, der hier Lichter anmacht. Aber ich glaube, das kommt noch. So. Achtung, Geschwindigkeitskontrolle in der Blütenstraße. So, jetzt war ich mal gemein. Ich glaube, die Leute mögen das jetzt nicht unbedingt, aber was bleibt mir anderes übrig? Ja, ansonsten von der Tannstraße, okay. Oder halte ich zweimal sogar, also ich wende da hinten. Da bin ich gestern auch schon gefahren. Ich fand es sehr schwer. Ich bin da in Anführungszeichen blöderweise mit dem Gelenkbus gefahren. Hab's mir natürlich mega schwer gemacht, wusste nicht, dass man dort wenden muss. Und dann muss man dort eine 180-Grad-Wende machen. Mit so einem Bus, wie ich jetzt fahre, also mit dem Dreitürer, der hier in der Mitte anzeigt, seine Türe wäre offen, ist es sicherlich nicht schwer. Aber mit einem Gelenkbus, der ungefähr ein paar Meter länger ist, ist es doch durchaus sehr kompliziert, eine 180-Grad-Wende zu machen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin gescheitert, relativ kläglich. Hab dann irgendwie gemogelt. Hauptsache, ich komme um diese komische Kurve. Ich glaube, die ist rot. Ja, jetzt schon. Oh, da hinter mir sind zwei Autos ineinander gefahren. Ja, so. Achtung, Blitzerhöhe, Vogelhaarstraße. Zentrale mit den neuesten Verkehrsinformationen. Achtung, Geschwindigkeitskontrolle in der Bayerstraße. In Richtung Hauptbahnhof. Also ich weiß nicht, was ich persönlich noch echt klasse fände. Wenn die Ansagen auf Bayerisch wären. Das fände ich mega lustig. Ich finde es aber, muss ich ganz ehrlich sagen, auch relativ gut, dass es auf Hochdeutsch ist, weil ich glaube, sonst hätten sehr viele Spieler Probleme mit den Ansagen. Ich baue mittlerweile mal wieder weiter meine Verspätung auf, bin jetzt bei doch nur ganz geringen 8 Minuten. Und gehe jetzt hier an meine nächste Haltestelle. Wenn denn der Bus vor mir mal fahren würde. Ich finde, die blinken immer so lang und warten dann.
So, okay, da möchte keiner mitfahren, ja, dann fahren wir auch wieder. Nächste Haltestelle, Odeonsplatz. Umsteigemöglichkeit. Oh, Odeonsplatz, also der ist noch ganz hinten. Und dann muss ich ganz rüber wieder fahren zum Wenden. So. Die Polizei blitzt wieder in der Oskar-Schlemmer-Straße. Okay, also ich habe die Ampel mit dem Gelenkbus. Ich sagte euch ja vorhin, dass ich mit dem Gelenkbus hier gestern gestanden bin. Die habe ich nicht gesehen. Ich bin da drüben gestanden, wo jetzt dieses Auto steht. Dort ging es nicht. Also ich bin jetzt mal wieder ein netter Busfahrer, ich stehe eh an der roten Ampel, kann man auch die Tür hinten mal öffnen. Jetzt will ich aber. Nächste Haltestelle von der Kammstraße. Dieses Düüüt, was ihr da immer hört, ist übrigens der Bitte halten Button. Das finde ich das einzige noch ein bisschen schade, aber ich denke, das wird sich doch relativ bald erübrigen, dass ich nicht sehe, außer wenn ich wirklich in mein Fahrraddisplay vorgehe, ob der Haltewunsch gedrückt ist, und das leider nicht in meinem Display sehe. Ich hoffe, das wird noch geändert, gehe aber, um ehrlich zu sein, sehr davon aus, weil ich glaube, dass es so auch in Realität ist. Wenn man übrigens zuerst auf K drückt, dann aktiviert man das Kneeling. Kneeling ist für alle die, die das nicht wissen, die Funktion, dass der Bus eben in die Schräge geht. Jetzt bin ich falsch gefahren, Tatsache. Vor lauter Reden. So, also wie ihr seht, das mit den Bremsen klappt jetzt auch weitaus besser. Ihr könnt es, wie gesagt, im Menü einstellen. Man kann, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, ich glaube jedoch nicht, dass man die Zeit während der Fahrt ändert, sodass die Verspätung nicht mehr als allzu groß erscheint. Das weiß ich jedoch nicht, ob das geht, ob das möglich ist. Wäre aber interessant zu wissen, fände ich. Ich bin, glaube ich, schon wieder auf einer falschen Spur. Ja. Einziger Vorteil ist, wenn ich blink, warten alle. Das würde ich mir in echt manchmal auch wünschen.
Ja, diese roten Ampeln. Was mich vielleicht noch interessieren würde, vielleicht könnt ihr das ja kommentieren, wer von euch sich das Spiel vorhat zu holen und wer nicht. Wenn jemand von euch mich fragen möchte wegen irgendwelcher Systemanforderungen, hoppala, jetzt habe ich den anderen Bus auch noch gerammt, muss ich ehrlich sagen, es tut mir mega leid, aber ich habe keine Ahnung. Ihr könnt mich das gerne fragen. Ich werde euch dann allerdings, wie auch in meiner Beschreibung steht, von jedem Video an TML Central verweisen. Die haben das Spiel programmiert. Die wissen genau, was für Systemanforderungen sie haben. Wendet euch doch einfach an die. Deswegen gibt es die Jungs dort ja auch und die Damen. Ja, also wie gesagt, viel zu sagen gibt es dazu nicht. Ich habe einen PC, der ist jetzt fast 4 Jahre alt. Das ist ein Dual-Core mit 2x3,2 GHz. Und wie ihr seht, läuft das Spiel äußerst flüssig. Ob es auf eurem auch läuft, das kann ich euch natürlich nicht versprechen. Müsst ihr selber herausfinden. Ich weiß nicht, ob es eine Demo gibt. Bis jetzt war es immer so ein, zwei Monate später kam eine Demo raus. Müsst ihr, wie gesagt, auch auf www.tml-central.de nachfragen. Die können euch das sagen. Ich kann das nicht. So, dann nehmen wir jetzt noch die paar Passagiere mit. Die machen wir vorne Tür. Hinten noch mal Auto zu. Jetzt gucken wir mal. Also ich muss immer hinten gucken. Ich glaube, so viele Haltestellen sind es nicht mehr. Weiß es aber nicht. Oh, das packe ich nicht. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Vor. Du bist bei Rot über eine Ampel gefahren. Betrachte es als eine Abmahnung. Melde Straßenbahn direkt auf der Linie 19 in der Bartstraße. Naja, immerhin habe ich jetzt so ein bisschen Verspätung aufgeholt. Man kann das, glaube ich, immer positiv und negativ sehen. Oh, jetzt bin ich auf der Brücke wieder mit den verdammt engen Serpentinen. Ich weiß immer noch nicht, warum es in München so enge Serpentinen gibt. Vor allem mitten in der Innenstadt. Jetzt sind wieder ein paar Autos ineinander gefahren. Also ich bin auch nicht das einzige Auto, was hier Unfälle baut. Vielleicht auch ganz gut zu wissen. Und es wird so langsam dunkel. Das heißt, ich denke, jetzt so langsam werden dann auch die anderen Autos ihre Lichter einschalten. Hoffe ich. Wir haben jetzt im Spiel 17.38 Uhr, wenn ich das richtig lesen kann. Das weiß ich nicht. Das war der Randstein, das war kein Auto. Hoffe ich. Nein. Wir fahren Pendelverkehr für die Deutsche Bahn zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof. Fahr bis zur Endhaltestelle und gib danach folgende Route ein. Genau, also ihr seht jetzt, ich, 5. Ich bin nicht mehr so weit weg von meinem, von meiner Endhaltestelle und bekomme schon meinen nächsten, meine Anschlussfahrt in Anführungszeichen. Habe allerdings 10 Minuten Verspätung. Deswegen kann es natürlich sein, dass der dann nachher, wenn ich an meinem Ziel bin, sagt, nee, mit der Verspätung nehmen wir dich nicht. Aus dem Grund, ich versuche es jetzt, ich weiß nicht, ob es geht, versuche ich die Zeit umzustellen. Zwar nach hinten. Ah, das geht sogar. Finde ich cool. Übernehmen. Kehre wieder zurück. Und habe jetzt keine Verspätung mehr. Das ist ein guter Trick, aber auch ein bisschen gemogelt. Aber so streng wollen wir jetzt mal nicht sein. Jetzt lädt er ein bisschen was. Jetzt ruckelt es gerade ein bisschen. Ich glaube, das liegt an meiner Zeitverschiebung, dass der jetzt hier alles neu laden muss, wo die Busse stehen.
Also rate ich euch jetzt am besten davon ab, weil es ist echt lästig, wenn ihr dann wieder ins Spiel kommt und es ruckelt. Achtung, Stau. So. In der Naumannsstraße ist der Verkehr zum Erliegen gekommen. So, jetzt ruckelt es doch ein bisschen, muss man sagen. Aber es fängt sich so langsam wieder. Also vielleicht am besten doch nicht die Zeiten verändern. Das war gelb. Das sieht die Leitstelle aus, so finde ich schon mal sehr gut. Ja, und mein Ziel ist schon angeschrieben, der Ostbahnhof. Ganz oben habt ihr ihn gesehen. Das heißt, es sind noch 4 Haltestellen, weil an der untersten Haltestelle fahre ich ja gerade. Erst an. Ich dachte gerade, der hält da. Aber so wie das aussieht, hält er da auch irgendwo. Ich halte erst da hinten, deswegen überhole ich den jetzt mal ganz, ganz lang. Also ich zeige euch das jetzt nochmal. Ich verpasse dann aber immer, wenn die Ampeln grün werden. Ich darf echt nicht so viel reden, während ich aufnehme. Hier oben seht ihr jetzt, also meine nächste Haltestelle ist die irgendwas Regentenplatz, glaube ich. Dann kommt die Grillparzenstraße, der Heidenauplatz und dann kommt der Ostbahnhof. Am Ostbahnhof habe ich mein Ziel erreicht. So, hier ist jetzt erstmal noch eine Haltestelle. Ich habe schon wieder eine Minute Verspätung. Vorsicht geboten wegen Geschwindigkeitsmessung in der Luisenstraße in Richtung Hauptbahnhof. So, die zwei Herrschaften noch. Und dann fahren wir weiter. Nächste Haltestelle, Grillparzenstraße. Aufgrund eines defekten Fahrzeugs, Höhe, Kreisbergstraße, ist mit Staubildung zu rechnen. Ich finde es echt hart, wie weit doch Leute laufen, um wieder in den Bus zu kommen. Aber ich weiß jetzt auch, wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann wird meine Ampel grün. Also für alle, die es mir nicht glauben, ich hatte meinen Finger schon auf der 2 und wollte die Türe öffnen. So. Okay, ich denke, plus eine Minute Verspätung ist vertretbar. Vor allem, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich tun soll, weil ich fahre ja schon mit plus 80 Sachen durch die Stadt. Das sind schon mal 30 zu viel, als man eigentlich fahren darf. Und mir langt es immer noch nicht, um den Fahrplan einzuhalten. So, dann fahren wir mal weiter. Heidenauplatz. An den Heidenauplatz. Wieder mit einer Minute. Das finde ich übrigens sehr schön, dass man hier auf S-Bahn-Linien fahren kann, die übrigens auch von anderen Bussen befahren werden, aber auch von S-Bahnen befahren werden. Das heißt aber auch, natürlich, wenn ich auf dem S-Bahn-Gleis fahre, halte ich mich nicht an die gängigen Verkehrsampeln, sondern ihr werdet es hoffentlich gleich an dem Bus vor mir sehen, ich halte mich an gewisse S-Bahn-Signale. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch alles so funktioniert, wie ich mir das jetzt gleich wünsche. Das hängt jetzt davon ab, welche Ampel grün wird. Hohes Verkehrsaufkommen auf der Linie 19 in der Schlüsselbergstraße. Was mir zu den Durchsagen noch aufgefallen ist,
Ich habe keine Ahnung, an welcher Straße ich fahre. Ich kenne ja nur die Haltestellen. Ich kenne mich in München nie aus. Ich war, ich glaube, bis jetzt ein einziges Mal in der Stadt. Ich habe keine Ahnung, wo die einzelnen Straßen sind. Das heißt, ich finde das immer hochinteressant zu hören, dass dort ein Blitzer ist. Ich habe aber keine Ahnung, wo das ist. Aber ich denke, mit der Zeit, spätestens wenn ich zum 7. Mal oder so geblitzt worden bin, dann weiß ich das auch. So, jetzt finde ich aber, sind wir mal dran. Ich würde jetzt auch mal gerne fahren. Sieht aber schlecht aus. Da, doch, wir sind dran. Also hier seht ihr das Signal, diesen weißen Strich, der da nach unten zeigt. Das ist meine Route. Gut, dann fahren wir jetzt weiter zu meiner Endhaltestelle. Was mich auch interessieren würde, wenn einer von euch in München wohnt, sehen die S-Bahnen dort wirklich so aus, wie sie hier im Spiel aussehen? Ich finde das Design nämlich äußerst lustig. Oh, jetzt stehen hier schon drei Busse hintereinander, die alle an dieser einen Ampel warten. Und hinter mir kommt eine Straßenbahn. Komm, lieber Bus, es ist grün. Grüner wird's nicht. Also wir müssen jetzt hier rechts abbiegen, da vorne. Da gibt es auch wieder eine spezielle Ampel für die Busse. Die hängt hier oben, das ist die ganz linke. Und auf die muss ich jetzt warten, dass die grün wird. Dann dürfen die ganzen Busse, glaube ich, abbiegen. Genau, was ich noch ein bisschen krass finde, in Anführungszeichen. Schaut mal, was hier an Abgasen rauskommt. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob das einfach nur heißt, dass der Motor immer noch nicht wirklich warm ist. Wobei es laut dieser Anzeige ja ist. Mal gucken, wie warm auch bei mir... Oh, ich kann nicht mehr gucken. Ich wollte eigentlich noch gucken, wie warm bei mir im Fahrgastraum ist. Kann ich jetzt nicht. Meine Ampel ist grün. Alle blinken, nur der nicht. So, also ich bin jetzt an meinem Endpunkt angekommen, darf meinen Umlauf nicht weiterfahren, heißt so viel wie, ich muss den Schiebebetrieb... 2, 2, 6, ich musste deinen Umlauf löschen. Du hast aufgrund einer Verspätung sogar die kommende Abfahrtzeit bereits überschritten. Achte in Zukunft darauf, dass du die Zeiten besser einhältst. Melde dich
jetzt bei folgender Route an. 50015. Also ich muss jetzt warten noch, bis alle ausgestiegen sind. Das passiert uns so nach und nach. Mir ist schon aufgefallen, ab und an bleibt einer sitzen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht finden die Busfahrer einfach so toll, dass sie sich gerne, dass sie gerne in meinem Bus bleiben würden. Kann ich nicht so ganz. Bitte alle aussteigen. Jetzt kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Also jetzt sind auf jeden Fall alle ausgestiegen. Ich mache die Türen zu und melde mich bei meiner neuen Route an und sage auf jeden Fall hier mal Tschüss. Freue mich auf eure Kommentare. Ja, und bis zum nächsten Mal.